Hallo ihr Lieben, hier ist die Ulrike aus Ulis Bastelstübchen. Ich bin unabhängig von den Abdemonstratoren und heute möchte ich mit euch wieder basteln. Falls ihr euch erinnert, es ist schon etwas länger her, da ich zurzeit echt wenig Zeit hatte. Wie gesagt, ich lag fast 2 Wochen krank mit Erkältung. Mein Mann und ich, wieder pünktlich zum Urlaub, liegt mal flach, wie soll es anders sein. Dann Ende die ganzen Bonustage, die wir hatten, die Einlösungsfrist war ja bis zum 31. August. Die haben wir alle gehabt mit Bestellungen, der neue Start des Kataloges. Also das hat echt viel Zeit in Anspruch genommen, aber auch viel Spaß natürlich. Und natürlich war ich auch weiterhin fleißig. Aber ich habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden, ein Video für euch zu drehen. Und zwar, glaube ich, das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei der Rasierschaumtechnik. Und da habe ich gesagt, ich werde demnächst, wenn die getrocknet sind, was sie natürlich mittlerweile nach so langer Zeit sind, was man alles Schönes machen kann. Ich habe da 2 Karten entwickelt. Einmal wieder eine normale Standardkarte mit den lageweisen Quadraten. Ne? Ganz einfach mal so kann man das zum Beispiel halten. Also man sollte schon dann die Farben benutzen, die da in den Radierschrampelchen drin ist. Und auch mal eine Kleinigkeit, einfach nur mal so eine Kleinigkeit, auch einfach mal so zum Aufklammern. So eine kleine 3x3 Inch mit Gold verziert. Also man kann sehr viel machen damit. Und wie das jetzt funktioniert, wir machen die größere. Wer Interesse hat an dieser kleinen, schreibt eben in der Infobox unter Kommentare. Dann werde ich euch die Daten natürlich dann auch auf meiner Homepage dann auch immer einmal veröffentlichen. Wenn ihr Interesse habt, auch briefumschlagmäßig, kann ich euch gerne die Daten geben. So, ich lege die mal beiseite. Anfangen tun wir, ganz klar. Da hatten wir uns hier ausgesucht. Und zwar, einmal meine Brille aufsetzen, sonst bin ich ja blind. 3 Karten hatten wir gemacht und das waren, glaube ich, die Maße, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war jetzt 11, ne, 10 mal 14 müsste das sein als Auflieger. Ja, 10 mal 14, die hatten wir gemacht und die werden wir uns gleich nochmal zurechtschneiden. Dann braucht ihr lagenweise Quadrate. Wenn ihr das nicht habt, ich zeige euch mal irgendwelche Frames, die ich benutzt habe. Da waren das. Im Moment, ich mache eben mal. Zwar habe ich mir jetzt einmal. Diesmal arbeiten wir in zarte Pflaume. Also ich arbeite damit, sagen wir mal so. Das war, glaube ich, das. Das gewellt. Nein, nicht gewellt. Das war einmal der kleinste. Das ist. Oh Gott, ich muss erstmal sortieren. Ja. Dann den größten hatte ich von den gewellten. Das war der größte. Dann hatte ich den zweitgrößten ohne Wellen. Oh, wir sortieren hier. Und den zweitgrößten mit Wellen. Also den größten, den zweitgrößten und den anderen. So, die hatte ich jetzt mir ausgesucht. Wenn ihr die nicht habt, dann messe ich die euch aus. Natürlich kriegt ihr dann die Wellen nicht hin, aber ihr könnt natürlich auch mit einem Papierschneider wunderbar die Quadrate schneiden. Wenn ihr die nicht habt, das Einzige, was euch dann fehlt, sind eben halt die Wellen. Ne? So, ach, da haben wir einen vergessen. Siehst du, das dem schnell reintütschen und ist er weg. So, die verlieren sich nämlich sehr schnell. So, ich messe mal eben aus. Und zwar hat der kleinste, halt, sollte richtig rum sein, eine Größe von 6,7 mal 6,7, denke ich jetzt mal. Ja, also ist der kleinste. Der größere hat dann von 7 mal 7. Und der ganz große, wie gesagt, mit Wellen 7,5. Also wie gesagt, ihr könnt das wunderbar natürlich habt ihr dann die Wellen nicht. So, das könnten wir zum Beispiel, ne, das kleben wir schon mal auf. Und zwar, beziehungsweise wir schneiden uns das erste zurück. So, was braucht ihr? Na ganz klar, euren heißgeliebten Papierschneider, weil ihr wisst ja, ohne den geht es gar nicht. Es ist wieder die Zeit, wo momentan immer wieder die Schneideklingen nicht vorrätig sind. Die sollen jetzt diesmal am 5. kommen. Wir wissen es nicht, also ich warte auf den nächsten Start. Ich werde auch ein bisschen mehr bestellen. Wenn Bedarf ist an Schneideklingen, schickt mir eben eine E-Mail, ruft mich an. Dann werde ich euch auf jeden Fall welche besorgen. Also am 5.9. sollen sie wieder da sein, ob es wirklich passiert. Letztes Mal waren sie auch nicht dabei. Aber ich bestelle immer ein paar mehr. Also wenn ihr wieder Bedarf habt, ruft eben an. Dann, ja. Seid ihr dabei.
So. Einmal die Grundkarte, ihr wisst, das sind 14,5 auf der langen Seite und auf der 21 cm Seite wird einmal bei 10,5 in der Mitte gefalzt. So, das ist das. Dann brauchen wir Papier. Und zwar schneiden wir uns hier einmal 10 ab, 10 cm und natürlich das andere bei 14. Egal. So. Dann brauchen wir, wo ist es denn jetzt hier? Da schneiden wir, ich lege das jetzt verkehrt rum, weil das ein bisschen noch gewellt ist, schneiden wir uns überall 5 cm an. Das ist an der Ecke, an der Kante von dieser braunen Linie. Da ist hier, genau hier. Da ist im Endeffekt die 5 cm. So. So. Das brauchen wir erstmal, beziehungsweise da nehmt ihr euch die Hälfte. Das heißt, ihr legt jetzt bei einer Ecke an und legt die da oben auch an. So sollte das Ganze dann aussehen. So, diagonal. Dass wirklich diese beiden Ecken in dieser Rille hier drin sind, in dieser Rille. Da sollten die drin sein. Und dann schneidet ihr. So, jetzt schneidet ihr das einmal ab. So. Jetzt können wir welche Seite ihr nehmt, ist im Endeffekt ganz egal. Da müsst ihr euch für eine Seite entscheiden. Ich nehme jetzt diese hier, die ist etwas länger. Die kleben wir einfach auf, entweder mit Tombow oder Snail. Das ist ganz egal. Ihr könnt auch Fastfuß nehmen, aber das ist ein wenig zu stark eigentlich. Wie gesagt. Einfach ein bisschen Tombow drauf und dann klebt ihr das natürlich vorsichtig. Mal in meinen Kopf vielleicht ein bisschen reinhalten, tut mir leid. So, auf. So. So klebt ihr das jetzt auf. Dann habt ihr einen schönen Rand. So, was brauchen wir noch? Natürlich brauchen wir Sandpapier. Da habe ich mir so ein Stück geholt, aber es wird nicht reichen, denke ich mal. Nee. Ich muss mal eben aufstehen, mir ist größer holen. Ein Stück größeres. Und zwar kommt das Designerpapier aus dem Block von den neuen In-Color-Farben. Die kennt ihr alle. Ich muss mal eben gucken, dass ich jetzt das Richtige hier rausfinde. Schon sehr geschrumpft mein Block, weil ich schon so viel damit gebastelt habe. Ja, das ist ja dieser große, schöne Block hier mit den neuen In-Color-Farben. Wie gesagt, er ist schon sehr demoliert. Puh, da fällt es auch schon raus. Und zwar, hier ist es. Na, das sind ja die ganzen neuen In-Color-Farben. Die kennt ihr ja mittlerweile schon sicher. Und da gibt es eben halt auch einen schönen Block zu und ja. So. Einmal beiseite packen. So. Da müssen wir jetzt nochmal eben schneiden. Und zwar schneiden wir uns da auch zurecht. 9,5. Mal 13,5. Hier auf dem Bild, sorry. Sorry. Und da legt ihr das dann auch wieder diagonal an, so wie das gerade eben war. Ihr könnt das natürlich auch alles so weit aufkleben und dann nur das letzte diagonal machen. Das ist jetzt auch egal. So, das kommt beiseite. Das brauchen wir. So,
Und jetzt könnt ihr aussuchen, aber die Schrift. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich wollte ich die Punkte, aber ihr seht, ich habe das jetzt völlig verkehrt gemacht. Macht nichts, das packen wir jetzt auch so hin und dann passt das. Das ist das Schöne, man kann so ein bisschen... Ich habe jetzt verkehrt geschnitten, macht nichts. Das ist nicht ganz so wild. Dann kommt das eben halt hier. Und ihr könnt das jetzt auch ruhig ein bisschen überlappen lassen. Das heißt, dass es darüber kommt, dass ihr da die Ecken richtig schön abdeckt. Dass ihr dann ungefähr den gleichen Abstand habt. Das macht nichts. So. Wie gesagt, diesmal mit Schrift sogar richtig rum. Wow. So. Das ist das. Und das gleiche machen wir im Endeffekt mit den Kleinen auch. Ne, dass wir da eben halt, nur ich lebe das jetzt komplett auf, ich schneide da jetzt nicht mehr um. Erst kommt dieses hier, seht ihr, da habe ich eine Rückseite und was anderes mal mit Schmetterlingen gemacht. Also wie gesagt, bei uns war jetzt auch ein bisschen Taufe, wie gesagt, alles stand an. Und da war ich doch ein bisschen beschäftigt mit Basteln. So, das kommt jetzt darauf. Richtig schön, dass man das auch schön, wenn es gleichmäßig. Deswegen benutze ich auch zwischendurch gerne mal Tombow, dann kann man das noch sich ein bisschen hin und her ruckeln. So, und jetzt kleben wir das auch auf. Komplett könnt ihr bei dem anderen natürlich auch machen. Und dann kommt nicht das Sanderpapier nur noch oben drüber geklebt. Also das ist nur so ein ganz feiner Rand hier ist. Das war auch gewollt von mir. Also wenn ihr einen größeren Rand machen wollt, müsst ihr ein wenig noch kürzen. So. Und jetzt kommt dieses Stück Designerpapier. Und was hatte ich gesagt? Das war jetzt... Erst einmal gucken. 6,5. So. Das heißt, wir schneiden wieder 6,5 ab. Und da ist es jetzt egal, ihr könnt natürlich auch die gleiche Schrift wieder nehmen, ihr könnt auch die Punkte nehmen, das ist egal, welche Seite ihr euch nehmt, könnt ihr auch verschieden machen, also da ist ja auch Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist ja das Schöne. So, und jetzt. Hallo. Da, ich wollte gerade sagen, wo ist es denn? Da. Und zwar sollte man die Schrift lesen, also ich nehme jetzt auch wieder die Schrift, weil das eben halt passt. Setze ich jetzt so auf. So auf die Karte und das obere schneide ich ab. Ich meine, das ist ein bisschen zu groß. Ich weiß gar nicht warum. Ein Zentimeter groß, habe ich falsch gemessen. Macht nichts. Ich schneide jetzt diesen Zentimeter ab. Setzt die Ecke hin. So. So. Das sollte dann jetzt passen. Habe ich schon, also 6, ich messe nochmal, bevor es falsch ist. 6,5, ja. So. Und die setze ich jetzt hier auf. Seht ihr, das ist nicht so viel. Also irgendwie habe ich hier den Wurm heute drin. So. So sollte es sein. Ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen abzuschneiden. Da habe ich verdient zu viel, also ich verstehe es nicht. Habe ich falsch gemessen? 6,5. Ja, ich habe 7,5. Kein Wunder. Kein Wunder, dass das nicht passt. Also ihr solltet schon 6,5 nehmen und nicht 7,5 so wie ich. Dann passt das auch. So. Seht ihr, jetzt sieht das auch schon anders aus. Jawohl. Also nicht wie ich. 7,5 macht es besser. Vielleicht 6,5. So. So, das kleben wir jetzt einfach da drauf. Wie rum ist egal. So, ne? Wie man es jetzt drauf legt, ist egal. Da es jetzt Schriften sind, sollte man das auch
anders draufsetzen. So, jetzt können wir das hier auch schon eben einmal aufkleben. Wie gesagt, ihr könnt Tombow, ihr könnt Snail nehmen, das ist ganz egal. So, dann kann man das noch ein bisschen hin und her ruckeln. So. So, einmal schön anpressen. So. Jetzt kommt. Und zwar hatte ich das andere hier auch ein bisschen versetzt. Nicht so versetzt, aber ein bisschen. So. Und das gleiche machen wir hier auch. Ich setze das jetzt hier versetzt drauf, so schräg. So möchte ich das haben. Oder auch nicht. Da ich das die Schrift, das ist jetzt Schrift, setze ich das jetzt so drauf. So. So. Nur etwas anders, aber es macht nichts. So. Jetzt müssen wir noch ein wenig stempeln. Und zwar habe ich mir ausgesucht, wo ist das denn jetzt? Da. Das Stempelset Glasklare Grüße. Da habe ich dieses von Herzen genommen. Oder beziehungsweise Hallo. Und wir können auch jetzt einfach mal von Herzen nehmen. Etwas anderes. Ich stempel das jetzt in der Farbe zarte Pflaume. Einfach ein Stück Rest Papier nehmen. So, und dann mal eben gucken. Hatte ich mir eigentlich schon hingelegt. Hier, da ist es ja. Das ist aus den neuen Inkala-Farben, aber das wisst ihr ja schon alle. So, dann stempel ich mir das einfach. Und wenn ihr lagenweise Ovale habt, oder wenn ihr die alten Ovale gehen natürlich genauso. Oder wenn ihr noch die Handstanzen habt, diese hier, kleine, das große Oval, nicht das extra große, könnt ihr das wunderbar damit ausstanzen. So. Dann nehme ich mir zwei Dimensionals. Das hatte ich so aufgeklebt, diesmal nehme ich Dimensionals. So, wenn ihr wollt, ich habe das, man sollte auch die Schutzfolie abziehen, ne? Nicht mein Tag heute. So. So, wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Stück weißen Farbkarton reintun, bei dem Blau hat dies angeboten. Hier kann man natürlich sehr gut drauf schreiben, man sieht es, also da ist die auch nicht so schwer, falls ihr die verschicken möchtet, weil je schwerer die ist irgendwann, umso mehr Porto müsst ihr zahlen. Ja, meine Lieben, das war's von mir heute. Endlich mal wieder ein Beitrag zum Basteln. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es. Und schaut auf meiner Homepage nach www.ulis-bastelstübchen.de. Da gibt es auch wieder eine tolle neue Aktion im September. Und aber auch für Neukunden habe ich ein tolles Gratisgeschenk dabei. Wie gesagt, steht alles auf Homepage, Anleitung etc. Wenn ihr gerne selber Demonstratorin werden wollt, immer her damit. Kommt in mein Team, ich habe eins. Wir setzen uns regelmäßig zusammen, basteln und ja, Austausch von Informationen macht Spaß und es ist auch egal, wo ihr lebt, denn heutzutage mit der Technik, E-Mail etc. könnt ihr auch in England wohnen oder so. Das ist ganz egal. So, meine Lieben, das war der Beitrag von mir zum Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende noch. Genießt die Sonnenstrahlen, bald sind sie weg. Bleibt kreativ, bleibt gesund. Eure Ulrike. Tschüss.